The Dungeon. Ich nenne es jetzt einfach The Dungeon. Ja, wie gesagt, ich komme heute streamen. Kein VOT heute. Guck mal nach, dass auch kein VOT drin steht. Tatsache, sehr, sehr schön. Dies hier fällt mir. Bin ich live? Müsste live sein, oder? Theoretisch ja. Schwarzer Bildschirm, aber ich müsste live sein. Ja, wir kommen zurück zur Rundentaktikstrategie. Das ist ja das Schöne. Da passiert ja nichts. Na, hier drücken wir Pause. So. Dann passt das hier auch. Wunderbar. Und dann können wir ganz mal weiterspielen. Wir waren, glaube ich, in der dritten Etage, wollen hoch in die vierte Etage. Wir brauchen dafür einen Schlüssel. Den können wir uns organisieren. Ist nicht das Problem. Das Problem, was wir haben, oder was ich habe, besser gesagt. Die ganzen Nebengeräusche. Das Problem, was ich habe, ist vom Level her. Scheint es ein bisschen knapp zu werden. Deswegen gehen wir runter in die zweite Etage. Also in Taverne. Ist die erste Etage, oder? Ja. Genau, ist die erste Etage. Und dort gucken, vielleicht gibt es ja irgendeine Nebenquest. Was mir vielleicht nochmal ein Level ermöglicht. Für mich persönlich wäre es angenehm. Schauen wir mal. Jetzt muss ich auch erstmal schauen, ob das nicht zu dunkel ist heute. Na, passt. Solange es passt, ist ja alles okay. Dann also, willkommen in the Dungeon beim Castle of Amulet. Und wir gucken nochmal die komplette zweite ab, in der Hoffnung, irgendeine Quest zu finden. Vielleicht sogar eine zweite Etage wäre ganz angenehm, weil da oben die Jungs sind alle Level 4, 5 glaube ich, also 4 mindestens. Und ich habe ja gerade mal 2, 4 und der Rest rennt alles auf 3 rum. Das ist ein bisschen wenig. Hätte ich gerne mehr. Das heißt, erste Mal von hier. Ach, sind schon. Taverne, das ist gut. Das heißt, sie arbeiten jetzt mal ganz kurz komplett alles ab. Das ist der Taverne. Den kann man auch nicht ansprechen. Zu diesem Thema habe ich keine Informationen. Und eure Art und Weise, mit Fremden umzugehen, ist befremdlich. Ah, dann meckert er. Du blöder Doofkopf! Ich weiß, dass du meine Hühner losgelassen hast. Wunder dich bloß nicht, wenn irgendwann Scheunen brennen. Was soll ich gemacht haben, du kopfloser Hahn? Dafür gibt es so viele Beweise wie Weine der Zitze einer Kuh. Nur du Mistkerl konntest die Käfige öffnen, weil du nämlich gelb von Neid auf meine Hände bist. Eine ganze Schar von Walter durch Blaubarbesus. Diese gerupften, knochigen Krähen, mit denen holst du höchstens den Preis des nassesten Lumpens. Den Wettbewerb gewinne ich. Mit meinen Bulgur-Windseitlingen und Glark-Goldplumpchen. Ha! Dieses elende Federvieh will man lieber tot als lebendig sehen. Warte, bis ich meine eigenen Hühner wieder habe, du großmäuliger Krähenzüchter. Sag das nochmal und ersetzt was. Kommt schon, Leute, beruhigt euch und sagt uns, was ist denn los? Der Latrinenkopf hier hat meine schönen Hühner freigelassen und ich kann nicht mehr am Wettbewerb für den besten Züchter von Waldhordu teilnehmen. Deine blöden Vögel haben sich bestimmt selbst die Köpfe abgeschlagen. Ja, Viecher. Ich weiß, wie man Hühner zusammentreibt. Gibt es dafür eine Belohnung? Klar, doch, Freunde. Holt mir meine Hühner zurück und ich lasse was Schönes für euch springen. Aber Obacht, wenn ihr euch ein Hühnchen gibt, dann kocht es mindestens 3 Tage. Nicht auszudenken, was sonst mit eurem Gedärm passiert. Dir wird gleich Hören und Sehen vergehen. Sehr schön, haben wir schon mal die erste Nebenquest. Welche Richtung wollte ich dir? Kann man die Truhe nochmal öffnen? Weil das wäre nämlich echt nice. So, Geflügelwettbewerb, ist klar. So, man sollte immer seine Fluchtwege auf einer Karte vermerken. Okay, wir wollen rechts lang. In den Schlafsaal. Erstmal. Weiß ja nicht, wo die Hühner sind. Aber ist ja auch wurscht. Unteroffizier? Bei allen Trompeten Morikias. Wir sind verloren. Nein, ich muss standhaft bleiben. Hey, Sie da. Fühlen Sie sich schläfrig? Verflixt, eine Wache. Schläfrig? Nein. Ich meine, das kommt darauf an.
Sollte ich? Der Fluch von Drul verbreitet sich überall. Wir werden alle vom ewigen Schlaf übermannt. Das heißt Pyjama-Party, richtig? Aber ich habe mein Pyjama vergessen. Darf ich nackt schlafen? Ganz ruhig, jetzt nicht hecheln. Wie war das mit dem Fluch? Es gab einen Schlamassel in der Taverne. Die Grünlinge sind schuld. Die Grünlinge? Junge, unreife Rekruten auf Patrouille. Wir haben so viele angeheuert. Da kommt man mit der Ausbildung kaum nach. Normal bei diesen Unmengen an Verletzten. Ich verstehe nicht ganz. Verflixt. Ich muss wach bleiben. Hier! Das wird dir helfen. Au. Das ist, okay. Ich muss zugeben, das hat geholfen. Jedenfalls, es gab einen Streit zwischen den Rekruten und den Priestern von Glul. Glül. Gott des Schlummerns und der Langeweile. Verflixt. Wir wurden auch verflucht. Ich muss gähnen. Ich hab's euch doch gesagt. Die Neuen haben das Nickerchen der Faulpelze gestört und die haben daraufhin den ganzen Ärger verflucht. Das ist übel. Und wenn wir für immer einschlafen, wie sollen wir dann Fortschritte bei unserer Quest machen? Helft mir und ich werde euch großzügig belohnen. Na sowas. Er ist eingeschlafen. Wir sollten versuchen, mehr über diesen Fluch herauszufinden. Halten wir die Augen offen und versuchen wir, verflixt wach zu bleiben. So, nächste Nebenquest. Sehr schön. Ja, läuft gerade. Haben wir schon mal zwei. Mit etwas Glück ist es auch ein Level-Up. Ach, ja. Gemopst. Poster. Fanghuhn. Hier, eins der Hühner, die wir einsammeln sollen. Das ist doch nichts Besonderes. Das ist ein Walter du Blau Barbesu. Sieht man doch, die sind blau. Du bist also wirklich ein Geflügelexperte? Beeindruckend. Für mich sieht das bloß wie ein lahmes Huhn aus. Lecker, lecker, Bluder, lecker, lecker, Bladok Tag. Er sagt, ihm ist die Farbe egal. Der Geschmack ist der gleiche. Eins. Und fluchst aber auch noch aufheben. Weißt du gar nicht, wo das ist? Warte, wenn oh, ich hier, das ist aber eine schöne Zeichnung. Was stellt sie da? Wenn ich jetzt hier anklicken würde, Nebenquest, genau. Alle in diesem Bereich, okay. Eingeweihter von Duel befindet sich auch hier. Und auch hier. Alles klar. Da wissen wir ja Bescheid. Lassen wir erstmal an. Die Quest mit den Hühnern. Das heißt, überall nachgucken, wo die bescheuerten Hühner sind. Hier nur 7. Oh, Kiste. Wir werden die Pennen alles mitnehmen. Goldmünzen, Erste-Hilfe-Kasten, Bomben und kleine Heiltränke. Sehr schön. Die muss ich da nicht kaufen. Muss ich nichts kaufen? Kostet es mich kein Gold, bin ich glücklich und zufrieden. Ich hasse es, Gold auszugeben. Goldmünzen und die Barbaren. Barbaren, da kenne ich sie. Karten auf Granit. Schwerer, aber auch stabiler. Die Barbaren 1. Lesen. Barbaren sind wilde Krieger und Kriegerinnen. Sie sind in Lendenschutz, Stiefel und Pelze gekleidet. Groß, robust und nicht immer die klügsten. Sie hassen Magie, Lesen und Bücher. Schon ganz. Außer, um sie als Toilettenpapier zu verwenden. Ehre ist alles für sie. Ja, okay. Nicht schlecht. Willkommen auf der Hühnerjagd. Okay, 2 Nebenquests. Wenn wir alle bei der lösen, sollte ich, so hoffe ich, ein Level-Up haben. Da haben wir noch 1. 2. Chrom war schon hier. Er hat alle Kerker im Solo-Modus vernascht. Machen wir erstmal außen. Ob ich das auch noch im Humus? Karte drehen. Ich dachte, wir eins so sehen. Wäre sehr ungünstig. 3. Neue Quest, gehe ich mal von aus. Skandal! Mein letztes Gehalt habe ich vor 2 Monaten erhalten. Tut mir leid, aber in Ihren Wohnsitzformularen fehlen einige Zahlungsinformationen. Aber ich lebe hier verdammt und zugenäht. Spielt keine Rolle. Ich muss eine Korrekturanforderung ausfüllen. Haben Sie Ihre Gehaltsabrechnung vom letzten Monat? Nein, habe ich nicht, weil ich ja nicht bezahlt worden bin. Tut mir leid, aber ohne Ihre letzte Gehaltsabrechnung kann ich nichts tun. Keine Nebenquest. Okay, das Huhn ist nichts für mich. Das ist kein Huhn. Mit dem kann man nicht quatschen. Mit dem kann man quatschen, Diener.
Ich habe viel zu tun und ich nehme meine Pflichten sehr ernst, müsst ihr wissen. Und wenn ich dir die Füße abschneide für Ohrringe, hast du dafür Zeit? Also nicht nötig, mein Herr. Ich bin ganz Ohr. Wir suchen die Statuetten von Gladol Ferrat. Schon mal davon gehört? Kommt mir nicht bekannt vor, nein. Ich mag Statuetten nicht. Nutzlose Kinkerlitzchen und Staubfänger. Auf der zweiten Etage gab es mal jede Menge davon, aber Gott sei Dank ist da jetzt der Zutritt verboten. Wirklich? Warum denn? Keine Ahnung. Jedenfalls sind Statuetten die Erzfeinde jedes Dieners. Wenn du eine zerbrichst, macht dich das LBGK fertig. Das was? Das Lakaienbestrafungsgenossenschaftskomitee. Die Behörde für alle Bestrafungen innerhalb der Kerkergenossenschaft. Da fällt mir gerade ein, ich muss wirklich weg. Tut mir leid. Vaikom, ich sollte ihm trotzdem die Füße abhacken. Ja, das LBK. Lakaienkomitee. Ah, auch nicht schlecht. Noch Huhn? Sauber, sind wir schon mal bei 4. Gucken erstmal hier lang. Komm, wir brauchen noch Quests. Quests und Hühner brauche ich. Weil jedes XP ist wichtig. Wisst ihr, was mir am Kerkern so gefällt? Nichts. Ich hasse alles und jeden. Ich brauche jedes XP, was ich kriegen kann. Weil so ein Level-Up ist was Feines. Kein Huhn? Auch kein Huhn, nichts zu mitnehmen. Hier war ja, glaube ich, der Dieb drin, der Zwerg, der Böse. Jetzt erstmal orientieren, die Tunnel. Wir graben am Tag, trinken in der Nacht und hassen die an der Oberfläche. Okay, hier war ich. Weitere Hühner rennen hier noch rum. Wäre sehr ungünstig, wenn ich dran vorbeirenne. Ach, bei den Göttern. Das Exekutivkomitee des Leistungsindikatorenmanagements wird zu spät kommen. Was? Es tut mir leid, aber dieser Raum steht aufgrund besonderer Umstände nicht zur Verfügung. Er wurde von den Priestern von Blul für eine Andacht in Beschlag genommen. Seltsamer Ort für eine Messe. Sagen wir einfach, sie brauchten etwas Ruhe. Aber was mache ich denn nun mit dem Exekutivkomitee, hm? An uns Diener denkt ja niemand. Weil sich niemand um euch Unterlinge schert. Okay, da sind Diener von Dul drinne. Komm ich da rein? Ah, Huhn. Sauber. Kurz weg. Huhn fangen. So, hier sind die Priester von Dul. Vielleicht kann ich jetzt hier den Schlafdings gleich mal lösen. Nach mir, meine Freunde. Ich bin nicht dein Freund. Erstmal speichern, das sieht schon nach Kampf aus. So, speichern. Das sieht ganz klar nach Kampf aus. Auch durchsuchen. Nehmen wir mit. Wenn das alles mag, dann wird es böse. Aufwendig Zauberer für Anfänger, Amulett der astralen Energie und Goldmünzen. So, Inventar. Wo war's? Notwendige Zauber. Ohrfeigen von Nasma. Diesen Zauber erfordert 6 Sekunden mentale Vorbereitung und startet direkt auf dem Feind. Die Stärken eines Riesen kommt direkt als Form einer unsichtbaren Schockwelle ins Gesicht und schickt ihn zu Boden. Sollte der zaubernde Anfänger sein, ist seine Kraft verringert. Dieser Zauber ist präzise und trifft nur selten Teammitglieder. Ja, ist doch schön. So, Amulett. Gewinn pro Stufe Astralenergie. Auf jeden Fall. Magiewiderstand hoch. Dings, ja. So, egal. Wir speichern trotzdem mal, weil das sieht ganz klar nach Fight aus. Dann Priester von Dul. Und so, meine Brüder und Schwestern, wird Lül die Welt mit der Decke des Vergessens einhüllen. Und alle sollen gähnen und sich ins Bett legen. So beginnt die Ära der Morgenmäntel, Pantoffeln und Kartoffeln auf Sofas. Lüls Kultisten. Krumm schläft manchmal auch gern. Verflixt, die sind gut. Wenn ich sie nur ansehe, werde ich... Kommt, kommt. Schlaft mit uns. Oh, ich könnte ein kleines Nickerchen unter einem Baum vertragen. Ich schlafe nie. Schlaf ist Zeitverschwendung. Und ihr Flitzpiepen seid bloß ein Haufen Drückeberger, die sich hinter religiösen Grundsätzen verstecken. Ist das denn nicht die Art aller Priester? Beim großen Kissen der ewigen Nickerchen. Gegen das Nickerchen zu verstoßen, ist eine gottlose Sünde. Zu mir, Glüls Faulpelze. Okay, 2 hinter mir. Und 6 vor mir. Macht zusammen also 8 Gegner. Erstmal checken. Was sind die? Was können die?
Krieger von Duel, Level 4. Schlecht. Unterwerfen sich den Tiefschlaf einer ganz, der ganz allein die Langeweile besiegen kann. Auch Krieger von Duel. Kultist von Tool, auch Level 4, mit zwei Dingern, super. Ihre Augen sind schwer, schwer. Eingeweihter von Tool, nichts. Krieger von Tool. Eingeweihter von Tool, nichts. Aber Level 3 halt. Okay. Die sehen aus wie Magier. Die müssen raus und das hier sind wohl einfach nur simple Krieger. Keine Ahnung, was die Kultisten machen, aber die Krieger halt. Müssen weg. 94 Lebenspunkte. Da kommen wir richtig schnell hin. Okay. Sie kommt definitiv mit drauf. So, Markerin kommt ganz klar in die zweite Reihe. Die wird rechts außen blocken. Sie kommt da rein. So, damit sind meine Fernkämpfer erste Mal geschützt. So, damit haben wir zwei für unten. Barbar sollte schnell gehen. Ob er trifft, ist fraglich. Die kann dann sich hier oben gleich unsichtbar machen und langschnetzeln. Von hinten ran schleichen. Kriegerin blockt. Ein Ranger blockt der Zwerg. Schauen wir mal. Bei Lüls Kopfkissen. Tatsache, wir fangen als erstes an. Sehr gut. So, als allererstes würde ich sagen: 20 Magiewiderstand, 20 Physikwiderstand, 10 Parieren plus 10 Ausweichen für alle. Zusammenbleiben! Das ist ein Buff für eine Runde und das ist gut. So, werben können wir nicht. Aber ich kann jetzt hier erstmal Zug abgeben. So, eins nach vorne und ich müsste alle beide treffen eigentlich. Dank dieses Schlags. Da! Ach, da geht's wieder los. Moves. Ich hab die Moves. Ah, da geht es schon los hier mit denen. Wenn der Barbar nicht trifft, dann weißt du hast Probleme. Definitiv. Und Scheiß. Ich würde dir gerne so markieren, dass er hier so lang läuft und dann da oben hinkommt. Aber so habe ich zwei Gegenschläger. So nur einen und so stelle ich mich direkt davor. Ja komm, nehmen wir den Gegenschlag. 14. So, den stunnen wir hier gleich. So, in dem Zug macht der erstmal nichts, das ist gut. Gibt's keinen Gegenschlag? So, ah, ich hätte hier allerdings nehmen können. So, die können wir jetzt umwerfen, damit der Mark ja schon mal nichts macht. Flieg weg! Aber die Magier machen schon mal nichts, das ist gut. So, jetzt das Problem. Die zwei unteren. Okay, bitte triff 71%. Das ist nicht viel. Giftgas. So, hier mit zurückgestoßen gibt es noch einen Gegenschlag von Baba. Oh. Das funktioniert wieder fantastisch. Verpflegt. Macht euch bereit. Ich bin eingeschlafen. Irgendjemand schläft nicht gut. So wird zum Thema Parade. Ich bin dran. Nimm das. Oh, weitere 17. Zwei unten haben ja komplett verkackt, sag ich mal. So, wenn wir jetzt hier Monstermagie machen, kommen wir nur an. Doch, drei treffen wir. Dann Feuer frei. 1, 2, 3. Reicht noch nicht ganz. Aber zumindest ein Anfang. Gleich herüber, raus hier aus der Reichweite. Hier bin ich. Da können wir jetzt zumindest einen ausschalten erstmal. Prozent Trefferchance. Jawoll. Mörder. Franzosen. So, Elfer. Warte, neben Dieb gibt es hier Bonus. Gleich hin und gleich ihn. Ich bin hier. Ich sag's ja nur mal so. Man vergisst mich gern. Warte, hier kommen mehrere Treffen. Ohne die eigenen. Sehr schön. Schöner Massenangriff. Funktioniert. Bisher tatelos. Nickerchenzeit kommt. Ach du Scheiße.
Au! Das tat weh. Drei Runden zum Wiederbeleben. So, entweder draufhauen oder wiederbeleben, das ist das Problem. Wir beleben. Wo wäre jetzt hier auch eine Eisbombe? Ah, nur auf einen Schild. Auf einen, okay. Damit sie wieder aufersteht. Tja, ich habe ihn getrunken. Was bewirkt er denn? So, er ist dran. 76%, aber zumindest zweimal die Chance. Jawoll, schöner Hit. So, ein Krieger könnte fast down sein. Ist das nicht der Score von, der hat schon so kaum Lebenspunkte. Ein Hammerangriff, dessen Schutz ignoriert wird. Macht bis zu 40. Dann bis zu 40 Schaden schon mal auf den drauf. Ich öffne deine Dose mit einer Brechstange. Sauber, sind wir schon bei 8. So, erhöht parieren. 26 Damage, das ist eher kontraproduktiv. Ruhm und Ehre den Söldnern. 94. Oder einen Dolch in ihre Milz. Ja, schon ein Hit. Adrenalinrausch kommt noch nicht weit zusammen. So, jetzt der Barbar, der geht aufs Giften. Dadurch werden sie zumindest betäubt. Und hier sollte down sein. Nicht doch betäubt, sehr schön. Hättest du wohl gern. Wir können den Siegreich von dann ziehen. Es sind jetzt noch 5, wenn ich mich nicht täusche. 1, 2... 3, 4, 5. Okay. Der hat doch mächtig viele Lebenspunkte. Fast down. Auch fast down. Aber die Sache, eine Backpfeife wird da mal da hinten drauf. Da kommen wir nicht ran. Hier nur ein bisschen. Was weg ist, ist weg. Aus damit. Ich werde ein Nickerchen machen. Sauber. Obwohl mir der da hinten noch sehr gefährlich ist. So, der könnte jetzt auch down sein. Weil mit Rücken zu mir. Mäucheln. Weg. Der Tod schlägt völlig lautlos zu. Gleich da drüben Deckung. Und hier ein Magier, ja, angreifen zu können. So, jetzt müssen wir noch irgendwie. Erstmal hier in Deckung. So, hier gehen ja zwei drauf. Der hat nicht mehr so viel. Bis zu 24 Schaden. Bis zu 30 Schaden. Wenn ich die 24 schaffe, ist er ein Knockout. Immerhin 118. Come on. 30, sauber. Waren es nur noch 2. Und darunter ein Magier, der ziemlich stark ist irgendwie. Werden wir diesmal nicht retten. Kostet es, was es wolle. Ich komme nur mit 2 ran, Mist. So, Ranger geht vor. Schöne Distanzangriff. Hier bin ich. Aber Chance spielt keine Rolle. Einfach doch. Mist. So, Barbar ist dran. Ist ja gestunt, kann diese Runde also nichts machen. Chance von 111. Diverse Buffs, Platzierung und Unterstützung. Feuerfrei. Ah, das ist dein Tod! Naja, immerhin 50. So, darf ich stunnen? Das hat, glaube ich, noch Abklingzeit. Genau, hab sowieso. Kommen wir auch hiervon. 61%. Ja, besser als nichts, come on. 32, nice. So, der Zwerg ist dran. Geht auch da hinten mit der Deckung ran. Kämpfen für Geld. Wir, nun ja, es gibt immer noch das Abenteuer. Da! Oh. 20, sehr schön. Hugo ist dran, danach sie. Das wäre sehr ungünstig. 96, komm, 96. Jawohl, Oggi macht's. Wenn es anders schafft, dann Oggi. Denn das sollte kein Problem sein, weil ich habe ja noch meine Markerin und meine Elfe. Markerin kann heilen. Zu 53%, dann heilt sie mal lieber.
Weil mit 53 kann ich nichts anfangen. Ja, da kein Distanzdings drauf, aber das macht ja nichts. Kommen wir jetzt um das ran. Kritischer Fehler. Oh, das kostet die wirklich? Nee, ich rede immer noch nicht mit dir. So, 93%. Elfe trifft. Hoffe ich. Jawohl. Ich werde ein Nickerchen. So, der Fluch von Duhl ist gebrochen. Die Stufe der Zauberin ist gestiegen. Die Stufe des Ogers ist gestiegen. Zauber haben wir schon mal zwei. Würde mich gesamt 5 Heiltränke kosten, alle zu heilen? Machen wir natürlich nicht. So, Schlüssel zum versteckten Garten. Gold, Armbänder. Du hast ja Chance, diese Kette verwandelt sich in einen lethargischen Lappen. Sehr praktisch, um sich auszuruhen. Etwas weniger, um gegen die Orks zu kämpfen. Na, gucken wir uns gleich an. Erholungsdecker. Diese Verstecke wird von Dulanhänger verwendet, um schläfrige Priester aufzuhalten. Wenn zum Beispiel der Nachbar renoviert oder ein Bauer in der Nachbarschaft ein lautes Hahn besitzt, der jeden Morgen zum Albtraum wird. Haube der Dings. Pyjama der Verwüstung. Dieses Relikt von Dulis Gott Schlafe. Keine Ahnung, was es macht. Lesen wir uns gleich durch. Erstmal alles einsammeln. Zumindest ein bisschen Gold. Fantastisch. Heilung passt. Hier drinnen sollten wir erstmal nicht weiter. Ach, dafür gibt es nichts Besseres als einen guten Klaps. Wie sich zeigt, hast Chromnickerchen. Dann sind wir also nicht mehr verflucht? Der Fluch richtet sich nur gegen die Wachen. Aber ich glaube, wir haben es vermasselt. Hä? Was meinst du mit vermasselt? Es funktioniert anders als Zauberei. Der erleuchtete Dlüls bat uns um eine göttliche Intervention. Indem wir ihn getötet haben, haben wir sichergestellt, dass der Fluch nie beendet werden kann. Könntest du uns das nächstes Mal vielleicht vorher sagen, du Huttorte? Naja, ich war so schläfrig. Tja, gehen wir unsere Belohnung abholen. Man sollte die Sache positiv sehen. Die Wachen werden weiter schlafen. Ja. 84, die ganze Gruppe. Sehr schön. So, bleiben also noch 2 Hühner. Dann muss ich nochmal zur Wache, denen sagen, dass der Fluch nicht ganz gebrochen ist. Naja, passiert. Ja, Tür. Die geht aber nicht auf. Das ist keine Tür. Ohne den Zwerg war es besser. So, jetzt sind wir hier an der Taverne. Alles weit okay. Gucken nach irgendwelchen Hühnern. Keine Hühner? Zwei Hühner fehlen noch. Die sind aber nicht dort. Oder? Sind die am Eingang? Warte mal. Halt! Was war das? Ach, der Dörfer. Ist der Barte? Kellnerin? Deine Gegner zu zerquetschen, sie vor dir im Dreck liegen zu sehen, das Jammern ihrer Frauen zu hören. Ja, das ist das Barbarenleben. Da haben wir eins. Öffnen. Ein Hund fehlt mir noch. Sieht aus wie das Klo. So, und jetzt passiert genau das, was ich mir dachte. Irgendwo habe ich einen Huhn vergessen. Das heißt, auf die ganze Runde nochmal drin. Shit. Wo ist das letzte Huhn? Wo ist der Bill? Warte. Nee, hier vorne war der Kennerin. Genau. Ein Huhn fehlt mir. Das ist scheiße. Irgendwann habe ich den Schlüssel für den verbotenen Garten. Das ist gut. In der Küche vielleicht das Huhn? Ja. Tatsache, in der Küche. Ha! Ich habe alle Hühner. Sehr schön. So, in der Küche jemand, der vielleicht eine Quest haben könnte, wenn ich Glück habe? Nope. Schade. Okay. Geben wir die 2 Belohnungen ab, schlafen und dann ab in die 4. Etage. Ich liebe das Dungeon. Das ist cool. So. Ja, deine Hühner. Hier, wir haben alle ihre Hühner. Ihr seid wirklich grandios. Helden des Geflügeltums. Ich weiß nicht so recht. Das klingt eher nach einer Beleidigung. Es war nicht leicht, aber mit solchen Dingen kennen wir uns aus. Dugla, lecker, lecker. Wechsel. Ihr habt eine gute Belohnung verdient. Dank euch werde ich den Geflügelwettbewerb garantiert gewinnen.
Rede ruhig. Selbst mit gerupften Geiern stünden deine Chancen besser. Gegenstand abgegeben. Gibt's XP? Gibt's